willkommen zu einer neuen, keine Mod-Vorstellung, erstmal eine Preview-Vorstellung, meine Damen, meine Herren. Ja, ich habe es ja angekündigt, wer es gesehen hat im Community-Blog bzw. Beitrag auf meiner YouTube-Kanalseite, habe ich euch gezeigt, bzw. den Mercedes Atego, ne? Ein komplett neues Projekt und den dürfen wir uns heute anschauen, ob der, jetzt gleich schon mal vorweg, ob der LKW for free kommt, ob es mal ein Paymod wird oder, das ist noch nicht ganz geklärt, das ist aber noch in Klärung, also da schon mal gleich schon mal vorweg, beziehungsweise den Fahrtwind rauszunehmen zu dieser Geschichte, das ist wie schon gesagt eine Preview-Mod-Vorstellung, um euch einfach mal zu zeigen, was jetzt aktueller Stand ist, wie es aussieht, was da enthalten ist, was eventuell noch kommen könnte. Und wenn wir da Fehler entdecken, das ist aktuell noch nicht so schlimm, denn, wie schon gesagt, Preview, also Art Beta, ne? Deshalb, wir gucken mal, was uns der Hobel so hergibt, was alles mit dabei ist. Ich kann euch auf alle Fälle versprechen, eine ganze Menge. Und ich persönlich muss, bevor ich jetzt hier lang noch weiter quatsche, muss ein großes Lob natürlich gleich aussprechen an den Modder, weil ich es eigentlich ganz cool finde, weil so eine LKW in dieser Variante hatten wir noch nicht. Und das finde ich richtig stark. So, schauen wir mal, was haben wir denn alles? Also wir haben den EU und eine UK, also es nennt sich dann hier UK-Variante. Inwieweit sich das hier im Interieur aussieht, sieht jetzt dann mal so aus hier, ne? Wie schon gesagt, wir haben dann hier noch und hier und da noch ein paar Fehler. Ist jetzt aber noch nicht ganz so schlimm. Jetzt gehe ich mal hier nochmal rein. Gucken wir uns nochmal nach. Also da ist auf alle Fälle noch Luft nach oben, ne, logisch. Ihr seht es also. Aber deshalb ist erstmal eine Preview, ne? Also ist noch nicht fertig, ist noch nicht finished. Also deshalb hier alles nochmal, ne? Hier doppelte Betten und so. Also da jetzt hier nochmal nicht hier, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also da ist noch ein bisschen Arbeit zu machen, klar. Aber erstmal nur so zum Zeigen. Erst einfach nur mal zum Gucken. Wir wollen nur mal klotzen, ihr wisst ja. Wir sind alle klotzig unterwegs. So, was haben wir für Plattformen? Dass ich euch das gleich mal zeigen. Wir haben so eine Art Plattform, da kannst du hier Autos durch die Gegend schüsseln und nicht zu vergessen, ich habe es schon erwähnt, Trailer sind auch mit dabei, die gucken wir uns dann auch noch an. Das gleich schon mal vorweg, ich kann jetzt hier praktisch keinen LKW oder ein Auto oder sonst was drauf ballern, das geht jetzt hier noch nicht, aber ist noch nicht so schlimm, das wird, ich gehe mal schwer davon aus, wird vielleicht noch kommen, oder lassen wir uns mal überraschen. Ne? So, dann haben wir, wie schon gesagt, hier die Curtain, haben wir gerade schon gesehen, die Plattform, dann haben wir noch die 4x2, oh, ist der süß, ich war blöd, na, guck mal hier. Also wenn du mit so einem Hobel hier und dann so ein schönen Zweiachs-Trailer durch die Gegend schüsselst, ist bestimmt auch ganz interessant, bestimmt auch ganz spannend. So, dann haben wir noch die 4x2 Frico, ne? Also Kühlaggregat. Hier unten sieht man, Thermo King ist dran, kannst ein bisschen kühler fahren. So, das schon mal vorweg. Was kann man alles machen? Oder was haben wir dann leistet? Wir haben von 313 PS bis 571, das möge natürlich nicht stimmen. Warum? Naja, aber ich glaube, der Atego, ich weiß nicht, wenn, falls es jemand weiß, ihr dürft es natürlich gern kommentieren. Ich weiß jetzt aktuell nicht, wie viel PS der oder von bis hat, aber ihr dürft es gern kommentieren, dann können wir diese Frage gleich vorwegnehmen und vielleicht sogar den Autor hier gleich mal ein paar Infos zuschustern. So, Getriebe, was haben wir noch mit dabei? 12 Gänge, Retarder oder 16 Gänge, da weiß ich, wie schon gesagt, nicht, was da Phase ist. Das kann ich euch, also das weiß ich nicht. Ob das Interieur jetzt hier auch Atego-tauglich ist, beziehungsweise ob das auch so passt, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Ich bin noch nie im Atego gesessen. Nichtsdestotrotz finde ich ihn einfach mega rattengeil, ne? Also ein Atego zu fahren, also so jetzt mal so eine kleine Bude, ist bestimmt ganz spannend. Farbe, was haben wir da alles? Können wir hier überhaupt was machen? Nee, wir können nichts machen. Er ist halt aktuell noch, wie er ist. Ist aber nicht schlimm. Der Auto hat mir den jetzt einfach mal zugeschickt. Er hat gesagt, hier komm, schau dir den mal an. Guck mal drüber und dann hau einfach mal so ein bisschen eine Meinung raus. Da habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen das, wir machen eine Preview-Vorstellung und lass dann mal die Community entscheiden und sagen, hier, pass mal auf, da kannst du noch nachbessern und hier und da und jenes. Und es ist vielleicht ein bisschen so ein Anreiz auch zu sagen, ja, wir gucken mal, was da noch so machbar ist, ne? Oder was halt noch möglich ist. So, Spiegel, klar, das bleibt alles. Hier ist alles so ein bisschen original. Reifen scheint mir ein bisschen groß zu sein hier beim Atego. Ich weiß bloß nicht genau, ob es da, da müsste man vielleicht mal gucken, ob man da kleinere findet. Also schmälere, weil die sind alle ziemlich breit, ne? Die sind alle ziemlich hier, ne, richtig fett. Aber du kannst jetzt hier aber auch keine 60er Schlappen draufziehen, ey. Wo sind sie denn hier? Da sind sie. Na doch, geht schon, ne? Doch, die 315er, 16er geht, ne? Die sieht doch nicht ganz so schlimm. Also ja, komm, nehmen wir die hier. Ja, müsste aufpassen. Aber musst du hinten auch abändern, ne? Weil sonst geht's nicht. Sieht er? Das sieht ein bisschen spooky sonst aus. Ah, hier, guck mal hier, TGL-Reifen. Da wären sie. TGL. Guck an, hier sind sie doch, TGL-Reifen. Da sind doch Reifen dabei, ich werd bekloppt. Was haben wir? Haben wir da irgendwelche Reifen oder so? TGL, hier, zack. Da sind sie. Da sind sie. Da muss man hier wahrscheinlich auch noch was abändern. Hier, nee. Gut. Und dann noch was abändern?
TGL. Chuck, Radnabe. Hier vielleicht noch? TGL. Ah, schon mal gleich mitgedacht. Da ist er. Da ist er doch. Ich verblöde. Gut, also das mal zu den Reifen. Finde ich schon mal gut. TGL. Hier brauchen wir, glaube ich, nichts. Ich muss hier mal kurz durchgucken, weil ich weiß, wie gesagt, noch nicht so genau, was alles miteinander hinterlegt ist. Also gucken wir uns einmal 50 Geld. TGL. Und jetzt machen wir TGL. So. Das ist aber nur so eine Radkappe hier, ne? So ein Ding. Aber dann lassen wir das so. Finde ich cool. Also Reifen passt schon mal. Kann man Haken setzen. Check. Finde ich coole Sache. So. Jetzt seht ihr natürlich hier Haufen Anbauparts. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das jetzt hier nicht ganz so kompatibel ist, wenn ich mir jetzt hier so ein Pöppelein reinsetze. Und vielleicht hier noch, sagen wir mal hier nochmal, ich mache jetzt nochmal hier so ein Auto auf Berg rein. Dann würde ich. Oder auch, guck mal hier. Also zumindest Wimpel funktioniert. Aber es scheint zumindest, wenn ich jetzt von außen mal gucke, interieurtechnisch müsste eigentlich passen, hier diese Abrundung, ne? Aber also hier Wimpel passen, aber hier das passt noch nicht, ne? Also da muss natürlich noch nachgebessert werden, meine Damen und Herren, aber das steht auch in der Luft, das sieht man eigentlich von hier aus schon, ne? Ja, das sieht man, da könnt ihr einfach noch einen Tisch hin oder sowas, aber ich habe jetzt hier keinen Tisch, Cola, siehst du, also da muss man natürlich noch ein bisschen nachbessern, ganz klar, aber nichtsdestotrotz finde ich wirklich soweit ganz okay. Handy, weiß ich nicht, ob man Navi kann man weglassen in dem Fall jetzt hier. Ich weiß nicht, inwieweit, inwiefern. Schauen wir mal, ob man hier besser was machen kann. Also, muss gucken. Ich glaube jetzt aber mal nicht. Jetzt guck mal, seht ihr hier mit dem Bett, haben wir ein doppeltes Bett drin, das gehört halt nochmal raus. So, hier noch vielleicht noch. Schauen wir mal, hier. Möbel. Gardinen lasse ich jetzt mal weg und dann kann man mal gucken, was geht. Also, wir haben oben die Decke, aber gut, das ist normal. Wir haben hier, das hängt dann alles ein bisschen in der Luft, ne? Ja, das kann man sehen, hängt ein bisschen in der Luft. Da unten die Tasche würde jetzt, naja, passt auch nicht ganz. Das Einzige, was passt, ist aktuell der Wimpel. Ist wie es ist. Aber es macht ja nichts, ne? Navi sieht man leider auch nicht. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt erstmal drauf verzichten. Jetzt geht es erstmal rein darum, ob der Hubel läuft, ne? So, jetzt mache ich hier nochmal zwei Dinge hin. Mal schauen, ob das auch kompatibel ist. Und den Würfel sehe ich jetzt hier auch nicht. Ne, sehe ich nicht. Aber gut, das passt jetzt erstmal. Wir lassen ihn jetzt erstmal so. Bestätigen. Kaufen den mal und dann gucken wir uns mal die Auflieger an, die ja hier mit dabei sind oder Anhänger oder nennt wie ihr sie wollt. Tandem, Gedöns. Und dann schauen wir mal, die sind nämlich dann hier versteckt. Gucken wir hier. Also wir haben einmal hier zum Beispiel den, also warte mal, wir fangen mal hier an. Das ist unser Kühler. Das ist auch, ne? So ein kleiner Kühlkoffer. Finde ich ganz cool mit diesen kleinen Schlappen hier, sieht ganz fresh aus. Hat schon was, ne? Basteln kann man hier nichts. Er hat halt, er ist halt wie er ist, aber das macht jetzt nichts. Ich bestätige das Ganze mal. Kaufen. Tun wir hier mal rein. Können wir uns mal anschauen. Ne? So. Dann haben wir hier Schmidt Cargo Bull. Haben wir nämlich hier, das finde ich ganz spannend. Haben wir, ich habe ja vorher, ach, geil, oder? Guck mal hier, Alter, ist er noch geiler. Diese Curtain-Seite mit dieser einen Achse. Ja, Skin geht jetzt hier nicht, drauf geschissen. Aber, pass mal auf, da brauche ich hier den. Wie das aussieht, ne? Aber da brauche ich schon einen anderen Reifen, oder? Das sieht ein bisschen spooky aus. Weil die Krone passt natürlich nicht. Ich mache jetzt hier mal den Michelin. Ich muss den fast. Michelin Standard? Ne, es geht nicht, ne? Trailmaster? Da muss der fast reinmachen. Nee, das passt aber auch nicht. Da bin ich jetzt so ein bisschen überfragt, meine Damen und Herren. Felge? Passt irgendwie noch nicht so ganz. Da bin ich jetzt noch ein bisschen überfragt hier, was man da für ein Ding nehmen muss hier, ne? Weil ihr seht ja selber, das passt noch nicht. Da muss man noch ein bisschen nachbessern. Pass mal, wir machen es jetzt mal so. Habe ich jetzt, warte mal, ich gehe jetzt nochmal raus, weil wenn ich rausgehe, dann setzt das nochmal zurück. Aber die Idee finde ich ja klasse, ne? Ein Achse, ich habe es ja vorher schon gesagt, gerade so ein Achse oder zwei Achse Trailer würde ja natürlich ganz gut aussehen. Standard, da sind natürlich alle klein, gell? Das ist nämlich die Felge. Die Felge die müsste eigentlich dann bleiben. Ne? Aber ich kann ja die Michelin nicht draufsetzen. Die sieht dafür kacke aus. Ich brauche jetzt hier praktisch im Prinzip einen kleineren, schmaleren Reifen. Hier, die sind ein bisschen kleiner. Das wären in dem Fall die hier. Jetzt mache ich das mal. Das weiße mal weg. So. Und nutze den jetzt einfach mal. Ich lasse den jetzt mal so, wie er ist. Einfach nur zum Spaß. Wir testen einfach mal. Bestätigen. Kaufen. Ab in den Frachtmarkt. Da müssen wir natürlich den LKW nochmal abändern danach. Ist auch kein Problem. Schwarzmüller. Ah ne, Quatsch, hier. Wilton. Das ist jetzt hier nochmal der Planentrailer für den Planenaufbau. Das heißt folgendermaßen, da müssen wir hier natürlich wieder hergehen. Auch hier nochmal die Standardschlappen abändern. Das wäre in dem Fall dann hier. Genau, und dann hier nochmal die. Da sind sie. Yep.
Genau. Sieht zwar ein bisschen spooky aus, ein bisschen klein, aber muss anscheinend so sein. Reimt sich sogar. Na toll. Also gut, die Reifen sehen jetzt ein bisschen sehr klein aus auf dem Gefährt hier, aber passt anscheinend. Oder soll so sein. Wie auch immer. Vielleicht habe ich auch den falschen ausgewählt. Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. So, sind wir zum Test. Ist ja alles hier noch nah. Nochmal. So, wir haben hier den Curtain-Sider, beziehungsweise das ist unser Plattform-Trailer. Da kannst du aber auch nichts machen. Warte mal, hier noch. Ah, guck mal hier. Hast du gleich. Ah, guck mal hier. Zack, hast du gleich mal einen Hubel drauf. Herrlich. Guck mal hier. Reifen passen auch gleich. Perfekt. Und passt. Haken setzen. Also, dann hast du hier gleich auf deinem Aufbau gleich mal ein Auto mit dabei. Bestätigen. Es sind auch viele Definitionen dabei. Ob jetzt hier das alles so funzt, weiß ich nicht. Wir gucken uns jetzt einfach mal nach und nach an. So. Jetzt pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Also Trailers und so weiter erstmal alle gekauft. Gehen wir raus. Gucken wir uns jetzt mal den Hobel an. Ich finde es einfach nur geil. Ne? Einfach mal so was Kleines, so was Feines. Das ist doch schon mal was, wo man sagt, hey Leute, da trockt. Ne? Das ist doch mal was, oder? Haben wir halt so noch nicht gehabt. Zumindest nicht in dieser Variante. Und vor allen Dingen, wenn das dann alles läuft in dieser Konstellation mit diesen verschiedenen Varianten und wenn da die Frachten noch passen und so, mega, finde ich gut. So. Wir haben auch einen Sound. Das ist wahrscheinlich nicht der Original-Sound. Berganfahren ist ein bisschen schwierig. Da bin ich nicht so der Fan von. Ah, sieht aber richtig lustig aus, ne? So ein cooler, ey, Pony-Fantasy. Sleepbox. Ich kann euch nicht sagen, ob man da viel Platz drin hat in so einem Hobel. Kann ich euch nicht sagen. Aber zumindest sieht es groß aus, ne? Genau, bin ich noch nie drin gesessen. Aber sieht ganz cool aus. Hat auch was, ne? Also ein bisschen so eine Art Möbeltransport, ne? So ein bisschen. Aber ich finde es irgendwie stark, ey. Es hat irgendwas. Geiles Projekt. So, kommen wir mal Scheiben. Gehen die Scheiben denn schon runter? Wie sieht es denn aus hier? Ne. Scheiben gehen noch nicht runter. Zumindest hier noch nicht. Hier ist unten. Also Scheibe geht noch nicht, ist jetzt aber nicht so schlimm, wie schon gesagt. Ist alles noch Preview, Beta, sage ich jetzt einfach mal. Wir gucken mal drüber, was alles zur Phase ist. Eine sehr leise Hupe, macht aber auch nichts. Scheibenwischer gehen die schon mal. Also nur von innen, von außen noch nicht. Also ist noch viel Arbeit, ich sehe schon. Da wird das Auto noch ganz schön zu knabbern haben. Machen wir mal einen Lichttest. Hier ist auch noch ein bisschen was rot und so. Ist jetzt aber auch noch nicht so schlimm. Ne? So, Standlicht. Haben wir schon mal da. Abblendlicht wäre dann hier. Das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Wir haben auch Positionsleucht oben an der Box. Hinten sieht es, da muss ich jetzt gleich mal ein Stück nach vorne fahren. So, ja, ich muss jetzt hier nochmal schnell abändern. Ich habe jetzt keinen Bock zu schalten. Habe ich gerade keinen Bock, ey. Komm, müssen wir hier mal einfach Automatik auswählen. So, jetzt. Da habe ich jetzt keine absolute Unlust. Fernlicht? Ja, Fernlicht geht auch. Also wir haben hier Bremslicht, Rücklicht. Oh, bin ich jetzt raus? Ups, falsch genug gedrückt. Ups. So, da sind wir wieder. Bremse, Blinker. Die gehen auch erstmal so weit. Und Rückwärtsgang haben wir dann hier auch. Gut, das passt erstmal. Wir haben ja auch noch, wenn ihr das seht, wir haben ja natürlich jetzt das Interieur technisch immer noch ganz schön Mauer auf der Brust. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Sieht er selber jetzt hier? Steht er? Wenn ich Licht einschalte, da muss noch ein bisschen was passieren. Man sieht auch hier anhand der Knöpfe hier noch, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Auch hier oben, glaube ich, haben wir noch mal. Habe ich ein Interieurlicht? Nee, ne? Nee. Meines Gemüse. Man sitzt auf alle Fälle viel tiefer. Das sieht man schon hier aufgrund. Was mache ich denn jetzt hier? Ein falscher Knopf. Ich wollte das Licht ausmachen. Nochmal testen. Aufgrund der Höhe des hier dieser Hecke, dass man niedriger sitzt. Ne? Ansonsten finde ich so richtig coole Geschichte hier. Es hat was. Machen wir wieder das Licht an. Ihr seht hier Textur Base und so, hast du gesehen. Da fehlt halt doch ein bisschen was, aber wir sind ja nicht so. Hier auch ein bisschen Reflexion und so. Deshalb alles noch ein bisschen Preview. So, wir haben jetzt hier einen Kühler dran. Wir wollen uns natürlich noch einen Kühler drauf setzen. Da ist er, der Thermokühler. So, ran damit. Und guck mal, wie aussieht so Thermobox hier, ne? Thermohügel. Achso, Moment. Da sind wir dran.
Das ist schon. So, wir gucken mal hier die Kombination. Oh, sieht doch richtig, also von außen sieht schon richtig cool aus, ne? Zweifachkühler. Also somit könnte man eigentlich schon mal, jetzt sage ich mal, eine Runde düsen. Wir haben ja auch ein Licht hinten dran. Bremse. Blinker. Gut, die Seiten gehen jetzt leider nicht. Die Position, doch hier an der Seite gehen sie in eine Position. Vielleicht noch die leuchten. Hier sieht man es. Ne? Ansonsten hier hinten, die gehen nicht. Da ist das Bündchen durchgebrannt. Kennzeichen haben auch keins. Wurde geklaut. Macht nichts. Muss man halt nur nachbessern. Also ganz ehrlich, ich finde den Ansatz schon mal richtig gut. Weil, warum? Ne, weil er einfach schick aussieht. Das ist mal wieder komplett was Neues, was anderes. Hatten wir das so noch gar nicht. Mal gucken, ob wir hier schon um die Kurve kommen. Trailerkabel haben wir jetzt hier auch nicht. Oh, gerade dass wir so rumkommen, ne? Ui, zack, die Bohne. Geil. Oh, ich finde den mega, ey. Vor allem, du siehst von der Höhe, siehst du auch so, ne? Gucken wir mal, was haben wir denn? Haben wir denn hier auch noch eine Fracht dafür? Gucken wir mal auf Frachtmarkt. Wie sieht es denn alles im Spechthaus? Ja, Getränke, passt. Was haben wir hier noch? Fleisch, Fisch, passt, passt. Definition passt, passt sogar. Das finde ich schon mal ganz gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, fahren wir mal in die Werkstatt, oder wir fliegen in die Werkstatt. Machen jetzt mal folgendes, ich möchte mir die Kombination ja natürlich angucken, das heißt, Curtain, hier, passt, bestellen. Dann gehen wir hier raus, Aufliegerhändler, dann, ach nee, ist war falsch, ne? Haben wir doch schon gekauft, Mensch. Dann gehen wir da rein und sagen, ich will, den müssen wir uns anschauen, den müssen wir uns anschauen, und das andere war, ah ja, der wäre der hier, ne? Tauschen, ach, muss ich den anderen erst, ah. Anders loswerden, ne? Achso, warte mal hier. Zurückschicken. Kaufen. Warum geht eigentlich das Tauschen nicht mehr? Ich hab doch gar keine Fracht dran. Egal. So, jetzt nutzen. So, jetzt. So. F9. Geht immer relativ zackig, zackig. Ja, so, jetzt hier mal die Planen-Variante. Sieht genauso gut aus. Hier kannst du sagen, was du willst. Positionsleuchten scheint auch zu funktionieren, zumindest sieht man es an der Seite. Licht ist ein bisschen nah. Ja, ihr seht ja wenigstens ein bisschen was, ne? Ja, also da muss noch, es muss noch ein bisschen was passieren. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Man sieht es auch am Schatten und so, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt aktuell noch meckern auf hohem Niveau. Warum? Naja, weil, wie schon gesagt, der LKW noch nicht fertig ist, hat aber auch gesagt, der ist noch nicht fertig. Er muss noch ein bisschen nachbessern und basteln und hast nicht gesehen. Aber die Idee finde ich einfach stark, echt. Finde ich richtig cool hier mit den kleinen Reifen und so. Mega. So ein bisschen Jumbo. Ist schon cool. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Blub. LKW Configuration. Dann gehen wir jetzt hier nochmal rein. Und dann holen wir uns die Plattform. Also, wie gesagt, Aufbau gab es hier keinen. Macht jetzt aber nichts. Dann gehen wir hier raus. Also ihr seht, es würde auch der hier passen, aber macht natürlich jetzt wenig Sinn. Dann haben wir hier noch den Aufliegermanager, dann tun wir den hier zurückschicken. Und nehmen wir uns natürlich den, nee Quatsch, der läuft jetzt zwar unter Curtain seit Van Trailer, aber ist ja wurscht, ne? Ist ja egal. So, dann gehen wir rein. Achso, Moment, Moment, Moment. Da haben wir jetzt praktisch unseren Aufbau hier, unseren coolen Trailer. Wenn die Kisten dann nach Timbuktu gehen am Schluss, weil sie dann nochmal aufbereitet werden und dann zurück nach Deutschland geschickt werden, um sie besser verkaufen zu können. Nee, es läuft schon. Kann man hier Licht einschalten? Ja, Licht geht hier nicht am Trailer, ne? Aber egal, kann ja noch kommen. Aber ich finde die Idee für die einfach nur spitze. Kein Scheiß jetzt, ich finde es nicht gut. Richtig gut gemacht. Wenn der noch richtig gut umgesetzt wird hier, dann wäre es auf alle Fälle eine mega geile Geschichte. Frachtmarkt weiß ich jetzt nicht genau, inwiefern. Da glaube ich mal, ja, das ist Altkunststoff, das habe ich mir schon was gedacht, weil es als Plane deklariert ist in der Definition. So, jetzt gehen wir nochmal zur 4x2. Also die letzte Variante ist in dem Fall die 4x2. Da ist er. So,
bestellen. Und dann. Das passt jetzt natürlich nicht, das ist aber, glaube ich, klar. Und jetzt holen wir uns den Auflegen. Da bin ich jetzt zwar noch nicht ganz drin gewesen, auf dem ersten Mal den zurückschicken. Was man da hernehmen muss, ne? Jetzt nutzen. So. Und fahren. So. Oh. So, jetzt haben wir dran. Den einachsigen Banditen. Ey, der passt so geil. Guck mal hier, ey. Ey, Alter, sogar Trailerkabel gehen, ey. Wuhu. Geil, oder? Das sieht schon mal richtig lustig aus. Da kannst du jetzt aber richtig einen ablassen, du hier. Mega, ey. Ich, das ist, was ich gesagt habe, ne? Ich hätte gedacht, zwei Achsen, aber ein Achse ist natürlich noch fast noch ein Ticken besser. Da gehen sogar die Lampen. Hier, guck mal hier. Gut, Bremse, rückwärts. Da siehst du, da musst du gar nicht so viel nachbessern bei dem Auflieger hier. Herrlich. Positionsleuchten. Ja, leuchtet eine. Eine geht. Ne, zwei gehen. Ja, immerhin. Ne, finde ich gut hier. Geil. Ne, geht doch nicht Trailerkabel. Oh Mann, ich hätte gedacht, Trailerkabel geht. Oh Scheiße, weit hängen sie doch. Oh, die sind sogar beweglich. Ja, dann muss das hier noch mit dem Trailer noch kompatibel gemacht werden. Aber egal. Meine Damen und Herren, das finde ich richtig stark. Das sieht richtig cool aus. Was sagt ihr dazu? Jetzt seid ihr zu Hause gefragt, meine Damen und Herren. Das ist, wie schon gesagt, ein Preview-Mod. Jetzt darf die Community mal entscheiden und sagen, findet ihr das geil? Findet es oder sagt ihr, oh nee, braucht kein Mensch oder so. Also das, was ich so jetzt gehört habe, war bis jetzt, kam nur Positives rüber von der Community. Jeder sagt so ein bisschen, oh, Alter, geil, sowas haben wir schon mal gebraucht. Sowas suchen wir eigentlich noch. Ich bin der absoluten Meinung, sowas fehlt wirklich noch im ETS 2. So ein 7,5 Tonner bis 12 Tonner, so die Richtung. Mega geil, wenn wir sowas noch hier hinkriegen würden, ne, irgendwann mal. Egal, ob das jetzt von STS ist oder von der Modding-Community. Mega, ich würde es einfach klasse finden. Fehlt dann einfach noch, ne? Also nochmal großes Lob an den Autor. Ihr dürft mal eure Meinung raus sein. Ihr liest mit, guckt fleißig mit. Grüße gehen nochmal raus. Danke natürlich fürs Vor- bzw. fürs Bereitstellen. Und ich warte dann natürlich auf weitere Updates. Dann kann ich euch zu Hause auf dem Laufenden halten. Und dann wollen wir mal absehen oder abwarten, was da als nächstes kommt. Aber die Idee ist wirklich klasse, klasse, klasse. Also, dann haut mal raus, haut mal in den Tasten. Gefällt es euch nicht? Was kann man verbessern? Würdet ihr sogar was dafür zahlen? Wäre vielleicht auch mal so eine interessante Frage, weil der Autor weiß noch nicht genau, ob er es Paymod macht, wenn es dann perfekt ist. Oder ob er es als Freemod macht, das weiß ich nicht. Wenn er dann mal als Paymod gemacht wird und er wäre, sagen wir mal, fehlerfrei, was wäre denn euer Preis, wo ihr sagen würdet, ja, das wäre es mir wert? Ein 10er oder ein 5er? Oder sagt ihr auch, nee, gar nichts, davon halte ich nichts. Haut einfach mal in die Tasten, weil das die Frage ist nämlich auch noch nicht geklärt. Gut, dann wisst ihr erstmal Bescheid, wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und jetzt immer schön kommentieren, ne? Der Autor liest mit. In diesem Sinn, ich wünsche euch was, macht's gut, bis bald und adios.